Moin moin, ihr Landratten! Auf geht's wieder zu einer neuen Runde Assassin's Creed Rogue. So. Genau, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. An einem verschneiten, wunderschönen Wintertag. So, wir haben jetzt die Aufgabe, mit dem Spion zu reden. Weil wir müssen uns nämlich so eine Kiste besorgen, Dokument, was es auch war. Ja, das werden wir gleich feststellen. Wir sind jetzt auf der Insel Anticosti, oder wie ich sie ganz lieb nenne, Antipasta. So, ich habe mal eine Frage an euch, und zwar, soll ich nur die Mission spielen oder soll ich auch die ganzen versteckten Inhalte gucken, raussuchen, Kisten sammeln, Schatzkarten sammeln und. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Nun, Louis-Joseph, wie läuft der Pelzhandel? Tja, meine Familie bekommt davon kein Fleisch auf den Teller. Wollt ihr Fleisch? Überfallt englische Briggs, die haben fässerweise davon. Oh ja, die irischen Öffe erbringen viel Fleisch, nicht wahr? Ihre Verwaltung ist gut. Weit besser als die der Leute ihr. Ah ja. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Wir könnten stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen. Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen, Pflanzen und Tieren, sowie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Roastbeef. Kriegt leider Hunger. Mann. Prozent. Ey, wir sind richtig gute. Aber echt, das Spiel, das verleitet ihn zum Essen, oder? Mein Roastbeef. Aber hier ist ein Schwert. Was ist das? Was soll das heißen? Was soll mir das sagen? Doch, hier ist was. Graben wir mal im Schnee. Der Tag hat sich gelohnt. Okay, wieso? Ein Wikinger-Schwert. Aha, sammeln Sie Splitterfundorte. Ah, 1 von 15. Bürger retten. Tja, was heißt... Nein. Oh, hallo. Boden wurden vermöbelt. Aber der Hintergrund. Oh. Wir wollen irgendwie langlatschen. Springen! Schaffen wir es noch? Lauf, mein Freund. Lauf, mein Freund. Scheiße. Naja, wenigstens ein, oder? Ich kann nicht genug danken. Ihr seid ein Held. Bedingt. Da wollte ich jetzt nicht rein. So, dann gehen wir mal wieder zum Schiffchen, wa? Ist das ein Weg, ey. Hi, Manos. Ja,
Euer Schiff! Captain, nimm das Steuer! Und wo geht es jetzt hin? Wohin dieser Lawrence Washington seinen Arsch setzt. Clear. Du kommst ja langsam so richtig in Rage. Er ist Templer und ein Politiker. Ist doch klar. Gut. Anker lichten. Was erlaubt sich der Chevalier, uns so rumzukommandieren? Wir sind Assassinen, so wie er. Er hat mehr Erfahrung und er kennt die Gewässer besser, Shay. Deshalb hat er dir das Sagen. Nun, er hat mich auch schon in der Siedlung rumgescheucht. Ist er ein Trüffelschwein, das das Land besser kennt? Trüffel. Zeig mir Respekt, Shay. Mir gebührt auch Respekt, Liam. Ich halte meinen Kopf hin wie alle von uns. Ja. Ja, doppelt so oft scheint es. Aber das reicht nicht. Der Chevalier überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft. Seine Erfahrung gibt ihm dieses Recht. Ich frage mich, wie viel Erfahrung ich brauche, bevor ich über Schlafen oder Handeln entscheiden darf. Ich schwöre, Liam, manchmal fühlte ich mich als Kind erwachsener als jetzt. Wir schliefen hart und bettelten um Essen, aber wir konnten entscheiden, wo und wann. Wie weit ist denn es überhaupt noch? Wo müssen wir hin? Kartenrand. Jetzt. 900 Meter. Oh oh. Und schon, was hat denn der? 20 Metall, 10 Holz, 25 Stoff. Nee, da hinten sind mir zu viele andere Schiffe. Segelreffen! Raus aus der Böe! Hau ab! Böe vorbei! Hält die Segel in den Wind! Topram und Marssegel hissen! Sieht echt geil aus, ey. Oh. Was jetzt? River Valley, Nordatlantik. Ach, das war aufgeteilt. Mhm. Und da reisen wir davon. Hallo? Lädst du noch? Ah. River Valley, Juli 1752. Scheint der Frühling auszubrechen, oder? Wo müssen wir hin? Da hinten. Jetzt wohnen einige Assassinenbrüder. Dort ist es so. Scheint ein nettes kleines Dorfchen zu sein, ne? Aufgeil! Nehmt Druck vom Baum! Großsegelreffen! Wir treffen gleich auf Land, Sir! Ach, nee. So ein Klugscheißer. Sie nieder! Raus aus dem Wind! Nee, Segel! Two Bands. Jungs, ihr macht mir keinen Unfug, he? Bleibt alles schön artig. Und sauft mir ja nicht meinen Rum weg. Jetzt war ich böse. Ganz böse. Gucken, war unser Schiff überhaupt kaputt? Weiß ich gar nicht. Was bedrückt euch, Captain? Oh, wenn du wüsstest, mein Freund. Nee, reparieren muss man nicht, alles klar. Vielleicht später. Jo, mal gucken, wa? Mhm.
Also ich finde, das sieht Hammer aus, oder? Oh. Also hier möchte ich jetzt eigentlich gerne mal sein. Einfach mal den Tag genießen. Mich unten an den Hafen setzen. Leute beobachten. Na, aber nicht aufhören, ne? Na, so ist fein. Genau. Wo müssen wir hin? 41, 40. Wie laufe ich denn hier lang? Ah, hier scheint es hoch zu gehen. Hm, gucken wir mal. Ui, ihr wird schön gebrutzelt. Hi. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Auf, Leute. Im Hintergrund die Berge, wow. Das ist doch mal eine Atmosphäre, oder? Huh. Ich sollte lieber hier gucken, wo ich langlaufe. Was ist das hier unten? Hi. Was? Munition besorgen. Das ist ja schick. Kugeln voll. Mehr nicht? Hm. Schade. Ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Mhm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Achtung, Schiff. Diese Gewässer sind voller Feinde. Ja, ausgerechnet jetzt kommt Nebel, oder? Logisch. Die ganze Zeit kein Nebel und jetzt. Aber vielleicht ist das auch ein Vorteil für uns, ne? Vorsicht! Da ist er. Da ist es. Also Männer, Zeit ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Mhm. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns, was auch geschieht. Lawrence Washington links rum. Nein. Ich werde dafür sorgen. Kommt ein anderes Schiffchen. Großsegel. Alle Segel setzen. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Nee, scheint nicht so. Und der Nebel lichtet sich. Eine Blockade, Captain. Das wird nichts. Oh. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich.
Segelt ihr mit der Morrigan außenrum? Ei, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. Okay. Topsegel reffen! Einholen! Einholen! Binde sie schnell zusammen! Und denkt an meine Worte, Shane. Washington muss sterben. Mhm. Grüben wohin, ne? Hui! Uiuiui. Da hinten schippert das Schiffchen. Na los. Flink hinterher. Hui! Spring, mein Äffchen, spring! Lalala. Boah, wir halten eigentlich ganz gut mit dem Schiff, oder? Wo denn hin? Oh! Boah! Meine Güte! Gar nicht gesehen. Uiuiui. Jo. Ach, geschafft. Neues Ziel? Paket plündern. Ei. Bist du? Der versteht mich. Mhm, wir müssen aufs Schiff rauf. Was ist hier? Müssen wir mal aufpassen. Wo läuft er hin? Hm, das hier ist blöd. Da kommt einer. Nehmen wir mal das Adlerauge, um die mal zu markieren. Wie wollen wir das jetzt machen? Lass mich mal überlegen. Wir müssen jetzt auf das Schiff. Theoretisch könnte ich ja auch... Machen wir uns einen einfachen Weg. Ich springe einfach mal ins Wasser. Oh. Genau, unauffällig schwimmen. Ja, wenn das mal nichts ist. Weil so umgehen wir die ganze Meute. Plündern. Hm. Okay, drei Besatzungsmitglieder sind auf dem Schiff. Sollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Da läuft einer, da läuft einer mal. Ich markiere sie erstmal. Jo. Jungs, wo läuft ihr hin? Wir müssen an diese Kiste, die liegt ja eigentlich... Ach, ich wollte schon sagen. Oh oh. Ja, komm mal ruhig her, mein Kollege. Der kommt her. Kommst du auch hier hin? Nee. Die gehen beide in die Richtung. Der steht so rum. Stopp, du Sau! Quatsch! Ihr habt euren Meister gefunden. So, jetzt hat es einer mitgekriegt? Nö. Nö, alles gut. Oh, was ist das? Ne, guck doch mal rein. Ein Gewehr. Das ist auch schick. Ihr da! Halt! Wohin wollt ihr? Wie kann das sein?
Man hört gar nicht. Vielen Dank, Master. Master Washington. Scheint Lüfti wert zu sein, oder? Ja, so wie ich gesagt habe. Ja. Longsvolle lautlose Schusswaffe, mit der Schlaf- und Berserkerpfeile sowie Granaten und Knallkörper verschossen werden können. Pfeile und Granaten können in Gemischtwarenläden gekauft und aus dem Inventar heraus hergestellt werden. Welch seltsame Überraschung. Oh. Das hatte ich nicht erwartet. Da steht gleich wieder auf. Jetzt muss ich zu Washington und ihn befragen. Na, wieder wach? Jo, what's going on? So, jetzt müssen wir mal gucken hier, wo wir hier wieder rauf können. Oh, Feuerwerk. Ja, ist das schon Silvester? Happy New Year, hui. Ja, lauf den mal woanders lang. Danke. Wo steht der? Ah, ja, der kommt genau in unsere Nicht-Nach-Richtung. Das müssen wir nutzen. Genau, oh Mann, der strengt sich aber an, du. Mach die weg. Da fliegt der Adler von dannen. Warnung, auf dem Gartenfest nicht entdecken lassen. Okay, da sind Wachen. Da. Das andere sind Gäste, ne? Jo. Alles klar, und da würde ich sagen, den Herrn Washington machen wir in der nächsten Folge ausfindig. Also, bis dahin, auf Wiedersehen, gute Nacht, guten Morgen, guten Tag und tschüss!